Herzlich willkommen allen anwesenden Teilnehmern zu der nun folgenden Online-Fortbildung zum Thema Eye-Tracking und Blickverlaufsdarstellung, neue Wege in der neuropsychologischen Diagnostik und Therapie. Mein Name ist Marcel Pochetta. Ich arbeite bei der Firma Tobii Dynavox, dem Hersteller von den Eye-Tracking-Systemen. Und fachlich unterstützt von in der Neuropsychologie werde ich heute von Herrn Dr. Wolfgang Kringler. In dem folgenden Webinar werde ich mich anfänglich auf den technischen Aspekt der Technologie beschränken, das heißt erklären, wie Eye-Tracking funktioniert. Und Herr Dr. Wolfgang Klüngler wird dann eben den Weg in die neuropsychologische Praxis darstellen und eben verschiedene Beispiele auch ansprechen. Bevor das eigentliche Webinar nun beginnt, möchte ich Ihnen erst anfänglich ein paar Tipps und Tricks geben. Wenn Sie zum allerersten Mal in einem Webinar sind, ist dies dann durchaus auch sehr hilfreich. Das heißt, wenn Sie jetzt angemeldet sind, so sehen Sie auf der rechten Seite Ihres Computerbildschirms das entsprechende Bedienfenster, was man hier sieht. Falls Ihnen im Laufe des Vortrages Fragen in den Sinn kommen, so haben Sie die Möglichkeit, diese Fragen hier auf Drücken des kleinen weißen Dreiecks bei dem Reiter Fragen auf der unteren Seite eben dort einzugeben. Und diese werden dann anonymisiert bei uns eben auftauchen. Das heißt, nur Herr Dr. Kringler und ich werden eben auch sehen, wer Fragen gestellt hat und welche Fragen und werden diese dann entsprechend versuchen, allgemein zu beantworten. Am Ende des Vortrages, der für etwa 45 Minuten angedacht ist, ist auch noch etwa eine Viertelstunde Zeit eingeplant, um entsprechend Ihre Fragen auch beantworten zu können. Wir können Sie während des Vortrages weder sehen noch hören. Das heißt, Sie sind im Endeffekt über die Software stumm geschalten. Wenn Sie hier auf dem Bedienfenster auf den orangenen Pfeil drücken, so haben Sie die Möglichkeit, das Bedienfenster an der rechten Bildschirmseite anzudocken und zu minimieren, um entsprechend auch die volle Präsentation auch sehen zu können. Das Webinar wird aufgezeichnet und über die E-Mail-Adresse, mit der Sie sich hier für die Teilnahme registriert haben, erhalten Sie in der Regel etwa innerhalb eines Tages einen Link zu der entsprechenden Aufzeichnung zugeschickt. Das heißt, Sie haben auch im Anschluss die Möglichkeit, sich diese Aufzeichnung des Webinars auch gerne noch einmal anzugucken oder diese auch gerne auch an interessierte Kollegen weiterzugeben. Der Plan für heute ist es, dass Sie nach dem Webinar wissen, einmal, was sich unter der Technologie des Eye-Trackings verbirgt und welche praktischen Einsatzmöglichkeiten es hierfür für die neuropsychologische Praxis gibt. Wie angesprochen, werde ich Ihnen einleitend jetzt erstmal die Technologie des Eye-Trackings erklären und den praktischen Teil für die Neuropsychologie, der wird dann durch Herrn Dr. Kringler übernommen werden. Eye-Tracking ist die sogenannte Blickverlaufserforschung. In dem Zusammenhang auch wichtig zu erwähnen, dass es die sogenannte Gaze Interaction gibt, das ist die Augensteuerung. Das heißt, Eye-Tracking ist per Definition die Technologie, die es dem Computer ermöglicht, zu erkennen und berechnen zu können, wo der Anwender, der vor dem Computer und vor dem Computerbildschirm sitzt, exakt auf dem Computerbildschirm hinblickt. Und diese Technik kann einmal dazu verwendet werden, um zum Beispiel mit einem Computer zu interagieren oder diesen zu kontrollieren. Das ist die sogenannte Gaze Interaction. Hier sieht man einen Nutzer mit Querschnittslähmung, der im Rollstuhl sitzt, der über einen angeschlossenen Eye-Tracker an seinem Laptop eben den Computer vollständig kontrollieren kann. Eye-Tracking kann aber auch genutzt werden, um studieren oder aufzuzeichnen, was eine Person auf dem Computerbildschirm anblickt. Hier ein Beispiel von den Kollegen in einer anderen Abteilung aus dem Bereich Marktforschung. Aber dieser Bereich ist auch der, der heute hier in dem folgenden Webinar im Fokus steht. Um zu verstehen, wie Eye-Tracking funktioniert, ist es wichtig, sich einmal das menschliche Auge zu betrachten. Die Fovea centralis hier hinten im Auge gelegen ist eine im Zentrum des sogenannten gelben Fleckes gelegene Einsenkung, die bei Menschen einen Durchmesser von etwa 1,5 Millimeter hat. Sie entspricht dem Bereich des schärfsten Sehens der Netzhaut. Problem ist nur, dass die beim Auge nicht immer zentral auf der Netzhaut liegt, sondern in der Position entsprechend variieren kann. Und das sind Unterschiede, die es von Mensch zu Mensch gibt, aber auch Unterschiede zwischen dem rechten und dem linken Auge bei einem Menschen. Beim Eye-Tracking kann man nun
das erfassen, was entsprechend in der Fovea liegt. Das heißt, wenn wir ein Objekt mit unserem Auge betrachten, dann positionieren und orientieren wir die Pupille immer so, dass die genauer zu erfassenden Teile des Objektes nacheinander hier in der Fovea centralis erfasst werden. Weiter ist es wichtig zu verstehen, dass wir von einer sogenannten Area of Interest sprechen. Das heißt, wenn wir etwas betrachten, dann fokussieren wir mit unseren Augen nur einen gewissen Bruchteil des Sichtfeldes. Und beim Eye-Tracking können auch diese Informationen ausschließlich gesammelt und ausgewertet werden, die wir eben auch fokussieren. Das menschliche Sichtfeld umfasst in horizontaler Richtung etwa 180 bis 220 Grad und etwa 60 in vertikaler Richtung nach oben bzw. 70 nach unten. Dieser Bereich des schärfsten Sehens, das sogenannte foveoläre Sehen, entspricht etwa einer daumennagelgroßen Fläche beim Abstand einer Armlänge, das heißt beim normalen Arbeitsabstand vor einem Computer auch mit angeschlossenem Eye-Tracker. Und wichtig ist, dass eben wirklich nur dieses Sehen, also nur diese 1 bis 2 Grad des Sichtfeldes auch entsprechend erfasst werden können über Eye-Tracking. Die wahrgenommene Information über die Fovea entspricht mehr als 50% dessen, was über den optischen Nerv auch an das Gehirn gesendet wird. Und das periphere Sehen dient hauptsächlich dazu, dass Bewegungen oder Kontraste in der Umgebung wahrgenommen werden können. Betrachten wir uns zum Beispiel dieses Beispiel. Diese Person betrachtet hier ein schönes Urlaubsbild, wahrscheinlich von Santorini. Er hat eine Fixation, entsprechende Saccade, Fixation. Das heißt, es werden die relevanten Dinge fixiert, die unsere Aufmerksamkeit erregen. Und dieses Gesamtbild, was wir dann sehen, wird eben aus den einzelnen Fixationen, also aus den Informationen der Einzelfixationen in unserem visuellen Kortex zusammengesetzt. In der Praxis läuft es so ab, dass bei einem Eye-Tracker eine oder mehrere Lichtquellen, je nach Eye-Tracking-Modell oder auch Hersteller, im infrarotnahen Bereich ausgesendet werden, bei den Eye-Trackern von Tobii Dynavox im Bereich von etwa 850 Nanometer. Und diese erzeugen bestimmte Reflexionen auf der Hornhaut und der Pupille, sogenannte Glints. Kameras, die im Eye-Tracker verbaut sind, machen mit hoher Abtastfrequenz Fotos vom Auge. Das heißt, wie man hier auf dem Bild sieht, das ist ein Eye-Tracking-Kommunikationsgerät. Es wird Licht ausgesendet, es erzeugt Reflexionen. Diese werden durch Kameras im Eye-Tracker aufgezeichnet und daraus kann der Eye-Tracker eben den genauen Blickpunkt auf dem Computerbildschirm berechnen. Komplexe Bildverarbeitung wird mit einbezogen, verschiedene Modelle des Auges, um eben letzten Endes die Blickpunkte auch genau berechnen zu können. Es gibt bei den Tobii Dynavox Eye-Trackern 5 mathematische Modelle des Auges einbezogen. Dazu gehört zum Beispiel auch die Position der Augen in einem dreidimensionalen Modell, die Berechnung der genauen Blickpunkte, Informationen zur physischen Beschaffenheit der Augen. Es macht eben auch schon einen Unterschied, ob die Augen sehr trocken oder sehr feucht sind. Informationen allgemein zur Lichtbrechung und Reflexion. Und es ist eben anfänglich wichtig, auch aufgrund der genannten Unterschiede der Position der Fovea, dass man einen Patienten, wenn man mit ihm das erste Mal arbeitet, einmalig kalibriert. Das heißt, eine einmalige Kalibrierung am Eye-Tracker durchführt, damit der Eye-Tracker eben in der Lage ist, die entsprechenden Informationen, die über die Reflexionen von den Augen kommen, auch wirklich richtig berechnen und somit auch die genauen Blickpunkte berechnen zu können. Die Kalibrierung stimmt jetzt die Unterschiede zwischen unseren physischen Augenbewegungen und dem entsprechend zentralen Blickfeld ab, wie gesagt, dieser Bereich des foveolären Sehens. Individuell Kalibrierung, das heißt, eine Kalibrierung wird bei jedem Menschen eben separat durchgeführt, weil es eben, wie gesagt, diese Unterschiede gibt beim menschlichen Auge im Hinblick auf die Position der Fovea. Informationen, die dort mit einbezogen werden, Form, Informationen zur Lichtbrechung, Eigenschaften der Reflexion und weitere. Und diese Informationen werden dann verwendet mit dem internen dreidimensionalen Modell des Auges, um die Blickdaten berechnen zu können. Dabei werden zahlreiche Bilder von den Augen gesammelt und entsprechend analysiert.
Bei der Kalibrierung geht es jetzt darum, dass man definierte Blickpunkte oder definierte Punkte auf dem Bildschirm mit dem Auge betrachtet. Und in dem Moment, wenn man diese betrachtet, werden die entsprechenden Informationen über die Reflexionen und zu den Augen erfasst. Und es gibt in der Software von den Tobii Dynavox Eye-Trackern eben verschiedene Kalibrierungsmodi, einen einfachen Weg, bei dem es darum geht, entweder einen oder zwei Punkte oder fünf oder neun Punkte auf dem Bildschirm zu betrachten und eine automatisch ablaufende genaue 7-Punkt-Kalibrierung. Und ganz einfach gesagt, je mehr Punkte verwendet werden für die Kalibrierung, desto mehr Daten erhält der Eye-Tracker von den Augen und desto genauer kann die Berechnung entsprechend erfolgen. Hier in dem rechten Bild habe ich nun einmal aufgezeichnet, wie eine Kalibrierung oder wie die Software dann aussieht und eine Kalibrierung abläuft. Das heißt, ich habe hier Möglichkeiten, verschiedene Profile auch anzulegen, für jeden Patient ein eigenes, kann dort auswählen, ob ich eine genaue oder eine einfache Kalibrierung durchführen möchte. Und ich kann zum Beispiel auch auswählen, ob ich Informationen von beiden Augen erfassen möchte oder einzeln ausgewertet nur vom linken oder vom rechten Auge. Das heißt, wenn ich dieses Video jetzt starte, dann sieht man, wenn die Kalibrierung startet, hier einmal den Track-Status, das heißt, ob die Augen auch erfasst werden. Das sieht man jetzt hier nochmal. Wichtig ist es eben, dass die Augen auch gut erfasst werden und dass man eben im richtigen Abstand von etwa 45 bis 85 Zentimeter vor dem Bildschirm sitzt. Und wenn die Kalibrierung jetzt startet, in diesem Fall die automatische 7-Punkt-Kalibrierung, dann erscheinen kleine blaue Punkte auf dem Bildschirm, die es mit den Augen zu betrachten gilt. Und in dem Moment, wenn ich auf diese Punkte blicke, dann startet die Kalibrierung an dem einzelnen Punkt. Das heißt, es erscheinen jetzt noch einmal drei Punkte und damit ist die Kalibrierung auch schon abgeschlossen. Das heißt, der Kalibrierungsvorgang ist sehr einfach und sehr schnell und wie gesagt, die Informationen werden unter dem entsprechenden Profil dann auch gespeichert. Hier habe ich nun die Darstellung, das Kalibrierungsergebnis in Form von den einzelnen Punktpositionen und hier in Ampelfarben dargestellt eben die Qualität, das heißt grün. Bei der Ampel eben eine sehr gute Kalibrierung, gelb eine gute und rot eine erfolgreiche Kalibrierung. Informationen, die von den Kalibrierungspunkten erfasst werden, berechnen oder erlauben eben dann die genaue Berechnung. Die Qualität der Kalibrierung kann aber neben dieser farblichen Darstellung auch noch über eine Testmatrix direkt live mit dem Patienten überprüft werden. Das heißt, die Testmatrix starte ich durch dieses Feld und jetzt sieht man hier verschiedene Bildschirmbereiche und der blaue Kreis hier ist eben der berechnete Blickpunkt, wo ich in diesem Moment auch hinblicke. Das heißt, hier geht es nur frei darum, die einzelnen Kreise zu betrachten und man sieht eben, wie der blaue Punkt hier auf dem Bildschirm sich umherbewegt. Das heißt, soweit der blaue Punkt innerhalb der Kreise ist, hat man eine sehr hohe Genauigkeit. Und selbst wenn es eine gewisse Abweichung geben sollte, dann hilft einem das bei einem Patienten, bei dem die Kalibrierung jetzt vielleicht nicht so gut war, um entsprechende Abweichungen dann auch im Vornherein festlegen oder feststellen zu können. Es gibt verschiedene Einstellungen, die man eben, aus denen man auswählen kann, was ich tun möchte. Wie angesprochen, für jeden Patienten ein eigenes Profil anlegen. Das heißt, man muss nur einmal kalibrieren und wenn der Patient für die nächste Therapiesitzung dann wieder kommt, öffne ich das Profil und habe entsprechend die Kalibrierungsinformationen zur Hand und kann direkt mit dem Patienten ohne Zeitverlust auch wieder einsteigen. Eine einfache Kalibrierung oder genaue Kalibrierung. In dem Beispiel gerade war es die genaue Kalibrierung. Bei der einfachen Kalibrierung kann ich zum Beispiel anstatt der blauen Punkte, die man gerade betrachtet hat, auch auswählen, ob ich Fotos über den Bildschirm wandern lasse, die betrachtet werden oder entsprechend auch Videos. Hier gibt es eine bestimmte Auswahl von beispielhaften Videos. Man kann aber auch eigene Videos auf den Computer ziehen und diese dort dann einfach ablaufen lassen. Und es ist weiter möglich, in der einfachen Kalibrierung auch eine manuelle Durchführung der Kalibrierung zu ermöglichen. Das heißt, indem ich die Tastatur zur Hilfe nehme und die Taste S, kann ich die Kalibrierung jedes einzelnen Punkts manuell starten. Das kann zum Beispiel hilfreich sein, wenn man Patienten hat, bei denen es sehr schwierig ist, die Aufmerksamkeit auf den Computerbildschirm zu lenken. Wie angesprochen ist der wichtigste Punkt in dem heutigen Webinar das Thema Blickverlaufsaufzeichnung und hierfür gibt es ein Werkzeug, das ist die Software GazeViewer. Dieses Video hier zeigt nun beispielhaft, was man mit der Software GazeViewer im Alltag tun kann.
Das heißt, es gibt prinzipiell zwei verschiedene Arten der Darstellung des Blickverlaufes. Das eine sind diese dargestellten blauen Kreise. Das heißt, die Zahl da drin gibt an, in welcher Reihenfolge man mit seinem Blick auf dem Computerbildschirm agiert hat. Das heißt, jeder dieser blauen Punkte steht für eine Fixation, Saccadensprung, Fixation und dergleichen. Das ist die Art der Darstellung, wenn es dabei geht, auch zu erfahren, mit welcher ist jemand strukturell vorgegangen? In welcher Reihenfolge wurden bestimmte Bildschirmbereiche betrachtet? Wenn es darum geht, nur zu erfahren, welche Bereiche überhaupt betrachtet wurden, dann gibt es die zweite Art der Darstellung. Das sind diese im Hintergrund sichtbaren grünlich-gelben Punkte. Das sind sogenannte Hitzekarten, eine sehr gängige Art der Darstellung im Bereich Eye-Tracking. Das heißt, je kleiner und grünlicher die Punkte sind, desto kürzer war die Verweildauer auf dem entsprechenden Bildschirmbereich. Je größer und roter diese Punkte dargestellt werden, desto länger wurde da verteilt. Und das kann ich zum Beispiel nutzen, um überhaupt zu erkennen, ob entsprechende Details, die relevant sind auf dem Computerbildschirm, eben auch überhaupt betrachtet wurden. Das heißt, Gaze Viewer als Software beinhaltet ein bearbeitbares, speicherbares Playback, eine Aufnahme, entsprechend auswählbar, entweder in der Form der Hitzekarten als Darstellung oder dem blauen Blickverlaufsfaden. Und es ermöglicht sogar die Darstellung von Live-Blickdaten. Das heißt, hier gibt es die Möglichkeit, mir direkt live darstellen zu lassen, ohne dass eine Aufnahme durchgeführt wird, wo die Person, die vor dem Computer sitzt, hinblickt. Das kann zum Beispiel relevant sein, wenn man überprüfen möchte, ob der Patient entsprechend die Aufgabenstellung auch verstanden hat, wenn ich ihm bestimmte Dinge auf dem linken oberen Bildschirmbereich beschreibe und ich sehe dann, er guckt nach rechts unten, dann kann ich direkt in dem Gespräch eben auch darauf einsteigen und ihm entsprechend auch wieder hinsichtlich seiner Aufmerksamkeit auf die relevanten Bildschirmbereiche ziehen. Und das Schöne ist, dass die Software im Prinzip mit allem funktioniert, was auf dem Computerbildschirm läuft. Das heißt, egal ob Bilder, Softwareanwendungen, egal ob es in der Tab ist, ob ein Modul in Rehacom genutzt wird, ob Filme genutzt werden oder sonstiges, alles, was auf dem Computerbildschirm kann aufgezeichnet werden. Und dabei werden dann praktisch echte Bilddaten genutzt oder Blickdaten genutzt, um Therapiesitzungen aufzuzeichnen, eine Hilfestellung zu bieten, um Diagnosen zu stellen bei verschiedenen psychologischen oder neuropsychologischen Fragestellungen. Eine einfache Möglichkeit der Darstellung der entsprechenden Beobachtungen für den Patienten oder auch das Umfeld oder auch einfach beim Überprüfen von Verständnis. Es kann an Schulen eingesetzt werden, um Leseverständnis zu überprüfen oder auch bei Lernschwierigkeiten. Erstellung von Gutachten, um belegen zu können, was kann ein Patient, was kann er nicht. Oder allgemein Beurteilung von kognitiven Fähigkeiten. Das heißt, prinzipiell alles, bei dem es interessant ist, Informationen über das Blickverhalten zu erfahren, kann diese Software eingesetzt werden. Wenn die Software nun gestartet wird, erscheint dieses einfache Bedienfenster und hier kann ich nun auswählen, ob ich Blickdaten und Umgebungsgeräusche, also Ton, aufzeichne. Das kann relevant sein, wenn es darum geht, bestimmte Aufgaben zu stellen. Und ich dann eben auch sehen möchte, hat der Patient entsprechend dann auch mit seinem Blickverhalten reagiert. Ich kann Blickdaten alleine aufzeichnen, diese Live-Blickdaten mir angezeigt bekommen oder ich komme in den Einstellungsbereich zum Eye-Tracker. Das heißt, Gaze Viewer ist ein Erhebungswerkzeug. Es ist kein Werkzeug für die Forschung, weil ich eben keine statistischen Daten aus diesem System bekomme. Es ermöglicht in Therapiesituationen zum Beispiel eine gezielte Förderung und auch eine Reaktion auf Veränderung und ist damit für verschiedene Berufsgruppen neben Neuropsychologen, Therapeuten, Ärzten, Eltern, Lehrern geeignet, um eben etwas über das Blickverhalten zu erfahren. Mehr als diese drei Felder kann ich nicht auswählen. Das heißt, ich habe eine sehr einfache Handhabung und eine einfache Art und Weise der Darstellung der Ergebnisse in Form der Hitzekarten und Blickverlaufspfade. Und das Gute ist, dass wir als Hersteller eben nicht festlegen, was man macht, sondern Sie können sich aus Ihren Anwendungen, die Sie im Alltag nutzen, eben das auswählen, was Sie bevorzugen. Das war der Hintergrund zum Thema Eye-Tracking. Und jetzt gebe ich das Wort an den Herrn Dr. Wolfgang Kringler. Das heißt, er wird nun den praktischen Teil übernehmen. So, Wolfgang, du müsstest jetzt hörbar sein. Dein Bildschirm wird schon übertragen.
Wunderbar. Kann man den ganzen Bildschirm sehen? Es ist relativ klein. Kannst du es maximieren, das Bild noch? Ja, Augenblick. Okay, nee, es ist So, immer es noch. ist Maximum und ich gehe nochmal zurück. Und einen Moment. So, ich habe PowerPoint jetzt auf voller Größe. Okay, wenn du auf dieses Feld Bildschirm übertragen klickst, dann geh am besten nicht auf den bereinigten Bildschirm, sondern auf den kompletten Bildschirm. Also das oberste Feld in dem Ja, habe Bedienfenster. ich gemacht. Hier steht Okay. Teilnehmeransicht 100%. Okay, also bei mir wird es eben nur sehr klein angezeigt. Ja. Tut mir leid, Okay. ich Aber würde es gerne machen, aber okay, nee, jetzt passt. Alles gut. jetzt was? Alles gut, ja. Dann Gut. stelle ich mich stumm. Dann viel Erfolg. Prima, danke sehr. Ja. Also, willkommen auch von meiner Seite, Wolfgang Kringler. Und ich versuche, Sie gut durch dieses Thema zu führen mit der praktischen Seite, was Eye-Tracking für die neuropsychologische Arbeit mit dem Patienten bedeuten könnte, sowohl bei Diagnostik als auch im therapeutischen Bereich. In der Literatur ist nicht ganz so viel zu finden. Das ist einmal im Pöck, Hatje und Pöck, ein Hinweis darauf, dass eben die Untersuchung von Augenbewegungen, zum Beispiel während des Lesens oder beim Betrachten von Bildern, hilfreich sein kann. Es kann eben dadurch durch die Blickbewegungsuntersuchung Rückschlüsse auf kognitive oder Aufmerksamkeitsprozesse geben. Und früher war das etwas komplizierter von der Technik, jetzt ist es ja sehr viel einfacher, haben Sie ja gerade gehört. In den Büchern selbst ist es auch, also wie im Lehrbuch, aufgezeichnet, dass das interessant sein kann, Blickbewegungsmuster zum Beispiel bei linksseitigem Neglekt darzustellen, ne, und daraus die Schädigungsfolge einmal akademisch, aber auch vor allen Dingen für den Patienten selber darzustellen. Dazu zeige ich nachher ein Beispiel. So, hier ist es nochmal groß dargestellt. Und das ist auch eine letzte Darstellung aus dem Lehrbuch, wo man praktisch sehen kann, ich hoffe, man kann den Mauszeiger sehen kann, wie zum Beispiel ein Patient entweder strukturiert normal, so wie hier im Fall A, ein Foto betrachtet oder eben wie bei B oder C etwas chaotisch und unstrukturiert. Ja? Ja, hier noch einmal größer dargestellt. Weitere Hinweise finden sich in der typischen neuropsychologischen Literatur bisher nicht. Ist also noch relativ Neuland. Wobei man Eye-Tracking anwenden kann, ist natürlich typischerweise im Anwendungsbereich Sehen. Dazu zählen eben typische Sachen wie Hemianopsie und verschiedene andere Varianten davon. Neglect, Saccaden bzw. Saccadenfolgen und die Augenfolgebewegung. Außerhalb des Bereichs genuin Sehen kann man es verwenden für jede andere Anwendung, die am Bildschirm zeigbar ist. Dazu zählen Anwendungsbereiche wie Aufmerksamkeit oder welche die Systematik verlangen. Also exekutive Funktionen, Gedächtnisstrategien vielleicht, wie jemand durch den Text arbeitet, Sprache an sich oder auch, das haben wir hier im klinischen Bereich mit Erfolg angewendet, Adipositas, wie Patienten beispielsweise Verpackungen oder Essen betrachten und dann sozusagen sich auf einen speziellen Aspekt fokussieren oder regelrecht darauf ansprechen. Ziel ist, um es mal vorwegzunehmen, einfach den Kampf am Regal von Patienten zu gewinnen, beziehungsweise selber da eine bessere Einsicht zu gewinnen, damit man den Kampf am Regal gewinnt. Was für uns hier im Bezug zum Beispiel für Neglect ist, das ist die letzte Zeile auf der Folie, Krankheitseinsicht, subjektive Krankheitsmodell, daraus folgen Therapieoptionen und auch die Beratung der Angehörigen, zum Beispiel beim Neglect-Fall. Also, das sind alles Einsatzmöglichkeiten. Und keine Sorge, das geht nicht so weiter mit den Folien. Das ist nur kurz etwas, damit man einen Überblick hat, wo das alles eingebettet werden kann. Ne? Es geht also offensichtlich um das Explorationsverhalten, das, was Sie gerade gehört haben, diese Points of Interest. Ne? Dann geht es darum, zeigt der Patient ein zielgerichtetes Verhalten oder zeigt er Versuch und Irrtum? Kann er tatsächlich seriell erschöpfend suchen oder sucht er chaotisch immer wieder und perseveriert? Wird er müde und zeigt dadurch nicht mehr strategisch strukturierte Suchfolgen oder Saccadenfolgen und geht wirr über den Bildschirm. Dazu zeige ich ganz zum Schluss ein Beispiel aus der beruflichen Reha. Oder wenn man beispielsweise tappt,
bei der Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung die Gesichtsfeldaufgabe nimmt, wo der Patient in der Mitte diesen Punkt fixieren soll, indem immer wieder ein Ablenker präsentiert wird oder ein Fixationspunkt präsentiert wird. Hält er den oder sucht er dennoch über den Bildschirm? Das kann man nachher ganz gut zeigen. Und so weiter. Die restlichen Punkte können Sie ja nachher nachlesen, wenn wir die Folie zur Verfügung stellen. Ganz zum Schluss wollte ich noch sagen, die zweitletzte Zeile, Verzeihung, die nehme ich noch. Da steht ja Schönreden oder Parteinahme bzw. Bagatellisieren der Angehörigen. All das kann ich natürlich mit dem Videofilm, ich zeige es gleich beim Neglect-Patienten, kann ich ganz gut wieder relativieren, weil man es sozusagen bunt auf dem Bildschirm sieht, wie der Patient seine Suchfolgen gezeigt hat und wie man sozusagen, ob der Patient es gesehen hat oder nicht gesehen hat. Und ganz nebenbei ist es natürlich, weil es relativ neu ist, ein Alleinstellungsmerkmal für die Ausstattung der Klinik, also sogenannte Strukturqualität. Ganz, ganz kurze Unterbrechung, Wolfgang. Ich habe gerade eine Rückmeldung bekommen, dass jemand kein Bild mehr hat. Wenn jemand anderes auch kein Bild mehr haben sollte, dann bitte in dem dritten Reiter im Bedienfeld von unten kurz in dem Fragenfeld eingeben. Das Einfachste für diesen Fall ist es, das Webinar zu verlassen und sich entsprechend über den Anmeldungslink nochmal neu einzuwählen. Das ist das Einfachste. Würde mich freuen dann über eine Rückmeldung, ob das dann geklappt hat. Keine Sorge, das Video wird aufgezeichnet und Sie erhalten dann alle über Ihre Registrierungs-E-Mail dann einen entsprechenden Link im Laufe von 24 Stunden, über den Sie sich die Aufzeichnung auch nochmal angucken können. Okay, dann bin ich wieder raus, Wolfgang. Okay, danke sehr. Also Verzeihung für eventuelle technische Irritationen. Wenn man im Bereich visuelle Exploration bleibt, gibt es verschiedene Anwendungsvarianten, zum Beispiel hier einfache Papier-Bleistift-gebundene Sachen oder von Professor Kerkhoff die sogenannten Saarbrücker Lesetexte, die auch auf verschiedene Weise entweder linksbündig oder auch eingerückt sind. Die sehen dann so aus beispielsweise, die man verwenden kann, kann man sich kostenlos von der Homepage laden oder wenn jemand damit nicht vertraut ist, kann man beispielsweise Standardsoftware benutzen, wie hier Reacom, verbales Gedächtnis. Das ist Material auf dem Bildschirm, wo man praktisch visuelle Exploration, sprich Leseverhalten, testen kann. Findet der Patient links den Zeilenanfang, findet er den Zeilensprung, wenn er das Ende der Zeile erreicht hat, und so weiter. Stimmen die Sakkaden und stimmt auch das, wenn er laut vorliest, das Lesesinnverständnis. Dadurch, dass die ganzen Sachen aufgezeichnet werden, ich zeichne hier ein Beispiel, kann man einen recht guten Eindruck bekommen, wo ist der Patient jetzt gerade, beziehungsweise wo sind seine tatsächlichen Schwierigkeiten, wo kommt er klar, wo nicht. Also ich kann es textgebunden machen, ich kann es ähnlich wie hier beim Memory nehmen, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Bezeichnung von dieser Untereinheit, aber da kann ich sozusagen gucken, ob der Patient strukturiert oder chaotisch exploriert. Oder hier auf etwas komplexerem Niveau. Ja, also um es nochmal zusammenzufassen, werden die Sakkaden oder Serien von Sakkaden ausgeführt, beziehungsweise regelrecht ausgeführt, so wie man sie erwarten würde. Ja, werden die erwarteten Zielpunkte sofort, zügig, also strategisch erreicht oder muss er oft korrigieren oder ist es Zufall? Gibt es Perseverationen, also sinnlose Suchfolgen in den leeren Raum oder nicht in den Points of Interest, chaotische zufällige Sakkaden oder eben auch ist der Charakter einer erschöpfenden, abbrechenden Suche erkennbar, wie beispielsweise hier in dem Fragezeichen Beispiel. Möglichkeiten gibt es auch, wie man eine gezielte Suche aufzeichnen kann und daraus nachher Rückschlüsse mit dem Patienten oder auch mit seinen Angehörigen oder auch mit den Therapeuten im Team besprechen kann. Oder auch mit einer kleinen Veränderung kann ich praktisch die Präsentation auf dem Bildschirm nach links, mittig, oben, unten und so weiter variieren. Möglichkeiten gibt es genug. Ich kann es aber auch ganz einfach machen, wenn ich zum Beispiel sehen will, ob der Patient den ganzen Bildschirm erfasst, so wie jetzt hier in einem Normalbeispiel. Links die 1, rechts die 2 und die Aufgabe an den Patienten ist einfach, auf die 1 zu gucken, dann die 2 zu betrachten und dann immer wieder 1, 2, 1, 2 hin und her. Und wenn man es aufzeichnet, sieht das Ganze so aus, bei einem Normalpatienten, einer Normalperson. Die blauen Kreise sind die Anzahl der Sakkaden, numerisch aufzählend. Also man sieht hier, jemand hat 100 Mal hin und her geguckt, das geht ratzfatz.
Und im Hintergrund sieht man etwas überdeckt durch die blauen Punkte, grün eben eine kurze Fixationsdauer, gelb etwas länger und rot bei der Heatmap die lange Fixationsdauer. Hier ist es eher grün, weil es ja praktisch Ping-Pong hin und her gegangen ist. Also hier sieht man, 1 und 2 wird präzise erfasst. Dann kann man es auch über den ganzen Bildschirm erstrecken, zum Beispiel 1, 2, 3, 4 werden alle vier Quadranten regelrecht gesehen. Und hier kann man sehen, ja, das werden sie, 1, 2, ne, 3, 4, so geht es immer hin und her bei dieser Aufzeichnung, also auch regelgerecht. Und man kann das Gleiche auch eben für einen Text machen, ein alter Hut soll repariert werden und so weiter. Nun will ich Ihnen das nicht vorlesen, sondern man sieht ja auch als Heatmap, dass das regelgerechte Zeilensprung funktioniert und es wird regelgerecht in richtiger Reihenfolge vorgelesen. Es gibt auch in der Neuropsychologie Materialien, wie beispielsweise hier das Finauer Material mit verschiedenen Vorlagen, die man visuell explorieren kann, wie beispielsweise hier. Und hier sieht man auch zum Beispiel, ob der Patient regelgerecht oder chaotisch exploriert. Hier wäre es recht regelgerecht. Das gleiche lässt sich für Wimmelbilder oder auch für selbstgemachtes Material, zum Beispiel hier mit Excel, einfachen Zahlen folgen oder auch mit gesammeltem Material von irgendwoher verbinden. Alles, was man in den Bildschirm bringen kann, kann man hier verwenden. Natürlich auch die andere Standardsoftware wie Cogpack, wie FreshMinder, wie Schufried oder Reacom. Also ganz normale, gewöhnliche Programme. Am Beispiel von einem Neglect-Patienten will ich mal die Vorteile von Eye-Tracking bei der klinischen Arbeit darstellen. Was ein Neglect ist, ich denke, das dürfen wir voraussetzen. Worauf ich fokussieren möchte, ist der Hinweis hier, Neglect ist für Angehörige eine nur schwer verständliche Störung. Daher ist es wichtig, die Angehörigen darüber zu informieren, damit sie die Auswirkungen dieser Störung verstehen. Also die Angehörigen auch als Co-Therapeuten und als Ressource und nicht als Barrierefaktor zu verstehen. Typischerweise würde man ja den Neglect als die Vernachlässigung nach links, also überwiegend nach links den Neglect bezeichnen. Und etwas anekdotisch hier beim Mittagessen, dass die linke Hüfte noch da ist. Und klassisch in den Untersuchungsverfahren, so stand es mal in der Zeitschrift für Neuropsychologie, sind die typischen Durchstreichtests mit den entsprechenden Auffälligkeiten. Da ist beispielsweise bei dem typischen Neglect-Patienten, das war hier ein Patient nach Verkehrsunfall, der ist frontal gegen einen Lastwagen gefahren, dass man nur hier im linken Bereich die Markierungen sieht, im rechten Bereich die Markierungen sieht, der linke wird völlig vernachlässigt. Zusätzlich bestehen noch visuell konstruktive Störungen, man sieht, die sind erheblich. Oder auch hier explorative Störungen und auch Sinnfindungen. Man sieht, das ist alles nicht sehr zielgerichtet und strukturiert aufeinander folgend, so wie die Aufgabe eigentlich es abverlangt. Hier nochmal die Aufzeichnung. In den Farbfolgen rot, blau, grün. Also zuerst wurde rot markiert, dann blau und nach einem Hinweis durch den Untersucher nochmal die grüne Markierung erkennbar. Also man sieht die starke Vernachlässigung nach links, so viel der Standard. Und auch hier bei Trailmaking entsprechend die gleichen Bilder. Und hier nochmal bei Abzeichenaufgaben, so wie gerade gezeigt, die visokonstruktiven Störungen erheblich. Bei der Aufgabe, die Sie gerade gesehen haben, von 1 nach 2 ganz normal zu fixieren, sieht das beim Patienten so aus. Und ich kann es mal als Video zeigen. Bei mir sind die Videos abgestürzt, deshalb muss ich die einzelnen zeigen. Ich hoffe, man kann das erkennen. Man sieht, der Patient fokussiert sich so sehr auf links, dass er es zunächst überinterpretiert und dabei das rechte Halbfeld komplett vergisst und zum Schluss war es nur noch Trial und Error. So, das gleiche natürlich auch beim Lesen, fällt es sofort auf.
Also man sieht, der Patient beginnt auf der rechten Hälfte erwartungsgemäß und ein sinnerfassendes Lesen ist überhaupt nicht möglich. Sozusagen den linken Zeilenrand zu finden, äußerst schwer, hier unmöglich. Und es macht überhaupt, würde überhaupt keinen Sinn machen, so das Gespräch mit den Angehörigen, die haben das auch dann gut verstanden, ihm einfach ein Buch oder eine Zeitschrift oder irgendein Prospektmaterial, der Patient hat gerne eine Autozeitschrift gelesen, ihm sowas vorzulegen, textmäßig völlig sinnlos. Einzig Sinn würden vielleicht die Bilder machen. Die Angehörigen haben es daraufhin sofort verstanden. Und das Gute war, man konnte es auch mit E-Mail zuschicken. Der Film ist nicht sehr groß gewesen. Das gleiche auch hier bei dem Cookie Theft Picture. Das ist noch eine erstaunliche Variante. Wenn Sie dieses Video mal ganz ansehen, sind nur wenige Sekunden. Man sieht, wie der Patient Schwierigkeiten hat, auf die linke Seite zu explorieren. Der bleibt immer wieder hängen. Und jetzt gleich auf meine Nachfrage hin sieht er zwar, das Mädchen sieht in Anführungsstrichen, aber gucken Sie mal, was er daraus macht. Er sieht zwar das Mädchen, nimmt es aber nicht wahr. Okay, also er hat das Bild sicher nicht ganz in seinen Details verstanden. So sieht es dann aus, wenn man die Heatmap drüber legt. Man sieht sofort, wo hauptsächlich exploriert worden ist und wo noch die Defizite sind. Was man auch machen kann, ist, wenn man den Patienten bei seiner Arbeit am Therapieprogramm sieht, hier eine typische Standardverfahren mit Explorationsverhalten. Und wenn man das Ganze dann als Aufzeichnung sieht, merkt man, der Patient kann überhaupt die Aufgabe nicht erfassen, er ist noch gar nicht therapierbar damit, weil er einfach im rechten unteren Quadranten verbleibt, aber den Gesamtbildschirm überhaupt nicht in seiner Bedeutung erfasst. Also hier wäre es beispielsweise völlig sinnlos, standardisiert mit der Aufgabe zu verfahren und zu zeigen, habe ich Ihnen doch gesagt, weil er überhaupt nicht belastbar ist für die Aufgabe. Noch nicht. Verzeihung für dieses Wechseln, aber ich kriege das mit den Videos nicht anders hin. So sieht es dann als Bildschirm-Printscreen aus. Man kann sich auch die entsprechende Szene zusammensuchen, sodass man nicht den ganzen Film ansehen muss, sondern praktisch die Szene, die maximale Ausdruckskraft hat, das, was man gegenüber Patient oder Angehörigen dann in der Patientenkonferenz besprechen will, entweder mit Kollegen über die Therapiestrategie. Oder mit den Angehörigen ist sozusagen ein Bild und man kann sich viele Worte dazu ersparen. Sehr praktisch. Heißt, wenn man es zusammenfassen will, ich habe ein biopsychosoziales Krankheitsmodell, also irgendeine Vorstellung, wie ich es mir, dem Patienten und auch den anderen Beteiligten im Therapieprozess erklären will. Ich kann es völlig unkompliziert mit etablierten Therapiematerialien kombinieren, ne, habe dadurch natürlich auch mehr Zeit für die anderen Dinge. Ich kann meine Verständigungszeit enorm abkürzen. Ein Bild sagt mehr wie 1000 Worte. Und ich kann natürlich auch den Lerntransfer in den Alltag des Patienten beschleunigen und auch die Angehörigen zu Co-Therapeuten relativ schnell gewinnen. Jetzt wollte ich noch zwei andere kurze Beispiele für den praktischen Einsatz zeigen. Nämlich gerade das war typisch Neglect-Einsatz. Das andere ist jetzt hier die medizinisch beruflich orientierte Rehabilitation für die Deutsche Rentenversicherung beispielsweise. Und wir haben dazu eine interne Belastungserprobung etabliert. Unter anderem sind dazu Bildschirmtätigkeiten. Und der Sinn hier ist, bei der Patientin, die ich gleich vorstelle, einfach zu zeigen, ist die Arbeit strukturiert oder nicht strukturiert. Ne?
Aufgabe war, in einem beruflichen Reha-Teil von der Software einfach Lieferscheine bzw. Bestellungen und Rechnungen zu vergleichen. Hier sieht man mal die Gesamtarbeit über die Bearbeitungsdauer von, glaube ich, 20 Minuten hinweg, wie strukturiert das ist. Man sieht, die Pfeile sind hauptsächlich in horizontaler Richtung. Das heißt praktisch, die Patientin sollte links bei den Bestellungen die entsprechenden Felder rechts in der Rechnung miteinander vergleichen. Also ist die erwartete Blickbewegungsrichtung immer nur von links nach rechts, beziehungsweise rechts nach links, sprich waagerecht. Und das ist auch hier so erfolgt. Die Patientin hatte einen Schlaganfall gehabt, linkshirnig, und daraufhin die typischen Folgen wie rechte Hand, Hemiparese am Anfang, dann stark rückläufig, die konnte eine Maus bedienen mit der rechten Hand. Und die Sprache, sie hatte eine globale Aphasie anfangs. Die Sprache hat sich dann immer besser zurückgebildet. Und die Hauptfrage an die Neuropsychologie war, kann jemand auch mit einer sprachlichen Einschränkung noch im Bürobereich arbeiten? War eine spannende Frage. Nach Rücksprache mit dem Arbeitgeber war das eben, dieses eine Möglichkeit abzubilden, so wie hier jetzt, ne, die Vorlage, ob die Patientin das leisten kann. Sie musste nämlich aus Beratungsformularen bestimmte Felder in eine Excel-Tabelle übertragen. Die Frage an die Neuropsychologie war, kann sie das ja oder nein? Ne, mit sprachlichen Einschränkungen und mündlichen Ausdrucksweise. Und hier sieht man schon, das sind ein paar Printscreens, ne, dass sie das ganz gut geleistet hat und auch die Markierung entsprechend gesetzt hatte, also die Aufgabe regelgerecht, erwartungsgemäß bearbeitet hatte. Ne, dazu das Video. Ne, so sieht es dann praktisch aus. Keine Sorge, ich zeige Ihnen nicht die ganzen 20 Minuten. Aber Sie sehen, es wird regelgerecht, systematisch, strukturiert und seriell erschöpfend gearbeitet, so wie man sich das auch im Betrieb vorstellen konnte. Ach so, und beispielsweise, ne, war das dann, das Video habe ich dem Chef zugeschickt in einer etwas verkleinerten Version und der sagt, okay, das ist in Ordnung. Und so konnte man das auch dann entsprechend, so wird es dann in der Zeitschrift Spektrum der Rentenversicherung auch dargestellt, dass man praktisch hier unten anhand dieses Beispiels die Patientin dann wieder bei der Arbeit einführen konnte. Also die Wiedereingliederung, die war geglückt, die Patientin arbeitet jetzt vollschichtig. Als letztes Beispiel, ne, auch die Beurteilung wegen Hilfsmittelversorgung. Die Frage ist, ist der Patient in der Lage, wenn er sprachlich nicht sich normal ausdrücken kann, dass er dann bestimmte Hilfsmittel anwenden kann, wie hier beispielsweise von Verband der Aphasiker so eine Hilfstafel als erste Näherung. Ne, die habe ich einfach fotografiert, in den Bildschirm reingetan und dann dem Patienten gesagt, bitte sehen Sie sich mal, was ich den Käse an, die Kartoffeln oder das Brot oder was auch immer. Und ob das zielgerichtet, wiederholbar, also sprich reproduzierbar und spontan richtig ist. Und man sieht durch diese Punkte, dass das der Fall ist. Das heißt praktisch, diese blauen Punkte sind die Sakkaden, die er geführt hat. Das war die Reihenfolge, wie wir das gemacht haben. Und man sieht recht präzise auf den Motiven bis zu gelb bzw. rote Blickmuster. Das heißt, wenn es hieß, bitte gucken Sie auf die Kartoffeln, dann wurde auch lange drauf verhaftet. So dass die Aussage ist gegenüber beispielsweise der oder in der Empfehlung für diese Hilfsmittel, selbst wenn die etwas kostspieliger sind, jawohl, ich halte den Patienten dafür geeignet, nicht nur weil er gute Aufmerksamkeitsleistung hat etc., sondern auch weil er zielgerichtet und nicht perseverierend auf die richtigen Felder blicken kann. So sagt dann auch ein Bild manchmal mehr wie lange Briefe. Heißt, wenn man es zusammenfassen würde, ne, aus meiner Sicht, der Einsatz von Eye-Tracking, ich kann die Strukturqualität, Prozesse und Ergebnisqualität erhöhen, Strukturqualität, ich habe einfach eine bessere Ausstattung und vielfach einsetzbare Gerätschaften. Ich kann die Prozessqualität erhöhen, indem ich auch in den Teams die Mitteilung über die Patientenfähigkeiten einfach schneller und besser verständlich rüberbringen kann. Und natürlich letztendlich ist die Hoffnung, dass die Ergebnisqualität entsprechend nach oben geht, weil man einfach
mit Angehörigen besser klarkommt, der Patient kann besser seine Defizite erkennen und ich kann auch die Erfolge präpost besser darstellen. Ja. Generell gilt, wie auch in der Psychotherapie, na, wenn ich kein Problembewusstsein habe, dann ist meine Prognose nicht sehr günstig. Und so ist es natürlich auch Ziel, mittels Eye-Tracking ein Problembewusstsein zu bekommen, sowohl beim Patienten als auch beim Angehörigen, der die Defizite, wenn wir jetzt neglected sind, ganz offensichtlich werden lässt. Ja. Wenn man es nochmal zusammenfasst, ne, also ich habe natürlich ein erhöhtes Aufmerksamkeitslevel, dadurch, dass ich die Sachen live beobachten kann, auch im Nachhinein. Ich kann sie immer wieder stoppen, ich kann sie nochmal ansehen und nochmal ansehen, auch in verschiedenen Situationen, entweder hier oder nach Absprache auch per E-Mail verschicken. Ne. Ich kann kurz-, mittel-, langfristige Ziele besser definieren, bei Verlängerung vielleicht etwas mehr begründen. Ja. Und ich kann lernen bzw. anstiften, dass der Patient und sein Angehöriger lernt, diese ganze Problematik in sein Selbstkonzept zu integrieren. Und wenn ich zum Beispiel präpost die Filme nebeneinander lege oder zum Schluss das Ganze sehe, dass ich Kompetenz und Selbstwirksamkeit beim Patienten stiften kann. Ne, das erspare ich Ihnen jetzt. Das kann man dann nachher in der Folie nachlesen. Da haben wir einfach verschiedene Punkte nochmal zusammengefasst. Ne, und sage erstmal vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören.